Ja, moin. Heute bin ich hier im Nordwesten der Insel unterwegs, im Windpark Nordwest. Das ist hier der zweitgrößte Windpark auf der Insel. Hier dominieren natürlich wieder die E70. Hier im Vordergrund stehen noch ein paar E66. Hier weiter links ist noch eine kleine süße E40, die das Repowering überlebt hat. Krass, würde mich echt mal interessieren, wie es hier vorher ausgesehen hat, was hier für alte Anlagen standen. Standen bestimmt überall mal alte E40. Fände ich schon geil, wenn hier noch ein paar alte stünden. Finde ich immer toll, wenn es mehrere Generationen von Anlagen in einem Windpark gibt. Hier im Hintergrund ist dann der größte Windpark der Insel, der Windpark Mitte. Hier stehen insgesamt 25 E70. Jo, die Anlagen stehen hier direkt hinterm Deich. Hier ist der Deich. Da drüben ist schon die Ostsee. Wetter ist angenehm heute, angenehm warm. Es geht ein guter frischer Wind. Die Anlagen laufen sehr gut. Für Enercon-Fans ist das hier echt ein kleines Paradies. Beziehungsweise für E70-Fans. Hier stehen echt nur E70 rum. So viele E70 an einem Ort habe ich echt noch nicht gesehen. Im Binnenland sieht man sie zwar, aber dann halt mit höherem Turm. Aber mit so kleiner Nabenhöhe sieht man sie relativ selten. Hier die gute alte E66. Ja, mal gucken, was hier hinkommt, wenn die mal wieder repowered werden. Da muss man wahrscheinlich die Bauordnung ändern oder den Flächennutzungsplan. Weil mit einer Gesamthöhe von 100 Metern klappt das nicht mehr. Die neuen Anlagen haben wir einen Rotor von 140, 160 oder sogar noch mehr. Da klappt das mit 100 Metern nicht mehr. Muss man schon auf 150, 160 Meter hochgehen. E138 gibt es ja auch mit 80 Meter Turm. Da käme man auf die 150 Meter. Wäre schon geil, ein kompletter Windpark nur mit E138. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Es bleibt spannend. Hier hat man nochmal einen richtig schönen Blick auf den Windpark Nordwest, angestrahlt von der Abendsonne. Finde ich eigentlich so die geilste Zeit des Tages, wenn die Anlagen vom Abendlicht so angestrahlt werden und einfach so, ja, so ganz hell leuchten. Sieht echt schon richtig hübsch aus. So, ich bin jetzt hier ganz an der Südspitze von Fehmarn. Hier hinten sieht man den Windpark im Hafen von Burg. Das ist die größte Stadt auf Fehmarn. Und hier stehen noch ein paar alte Kisten rum. Hier stehen sechs Tacke TW 600, eine E40, eine kleine Mikon und eine HSW 250 steht hier auch noch. Super schöner Sonnenuntergang heute Abend. Hier kommen gerade noch zwei Segelboote rein. Ja, hier hinten zwei Tacke. Hier die E40. Nochmal zwei Tacke. Hier ist die HSW 250, ist glaube ich. Ja. Hier die kleine Mikon. Und da nochmal zwei Tacke. Geil, die sollte man echt unter Denkmalschutz stellen. Die alten Dinger. Wahrscheinlich sah es hier vorher vor dem Repowering mal überall so aus, bevor die E70 kamen. Es ist geil, dass die alten Kisten hier noch stehen. Da muss ich die Tage auf jeden Fall mal hin und mir das von Namen anschauen. Hinten sieht man die Fehmarn-Sundbrücke, die das Festland mit Fehmarn verbindet.
Ja, wir kommen jetzt echt einige Segelboote rein. Sehr cool. Geiles Bild. Ja, moin. Ich bin jetzt hier im Windpark in Burg, direkt am Hafen der größten Stadt hier auf Fehmarn, wo die ganzen Altanlagen stehen. Hier stehen 6 Tacke TW 600. Hier stehen 5. Da drüben noch eine. Oh je, hier sieht es ziemlich schwarz aus. Ich hoffe mal, hier gibt es gleich keinen fetten Regenguss. Ich bin nämlich im Rad unterwegs. Hier drüben steht noch eine Anaconi 40. 40 Meter Turm, schätze ich. Die macht auch echt mega laut. Hier hinten dran eine kleine Mikon. Kleine süße Mikon. Witzig. Und hier rechts die HSW 250. Dreht sich jetzt leider nicht. Weiß nicht, ob sie kaputt ist oder. Ja, heute ist wieder ziemlich warm, aber auch mega windig, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ich hoffe, der Wind rauscht nicht so stark. Aber die Anlagen geben alle ziemlich Gas. Finde ich geil, dass hier noch so alte Anlagen stehen, die noch vom Repowering verschont wurden. Die waren wahrscheinlich noch zu jung für das Repowering Mitte der 2000er. Aber irgendwann wird sie wohl auch treffen. Ja, aber ich finde, so ein oder zwei sollte man echt unter Denkmalschutz stellen. Dass man einfach mal sieht, wie die Anlagen früher aussahen und was so für die nachfolgende Generation einfach mal zu erhalten. Wenn jetzt überall E70 hinstellt und alles gleich aussieht, das wäre langweilig. Geil. Nochmal schönes Logo. Tacke-Anlagen gehen eigentlich. Die Anaconi hier ist am lautesten. Beziehungsweise die Mikon hinten dran, als ich ja gerade eben vorbeigefahren bin, die macht echt brutal laut. Und da stehen auch unmittelbar Häuser neben dran. Das finde ich echt krass. Die müssen echt was aushalten. Aber witzig, die Mikon und die HSW 250 sehen selbst neben der Anaconi echt mini aus. Ja, ich schätze mal, das hier war dann auch das letzte Video von der Insel. Es geht leider morgen schon wieder nach Hause. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, wie es hier in Fehmarn aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht waren ja auch schon andere hier. Ich würde mich jedenfalls über Kommentare und Likes freuen. Und genau, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Sehr wahrscheinlich dann wieder aus dem Schwarzwald. Also dann, bis zum nächsten Video und macht's gut!